Guten Tag, Freunde. Willkommen zurück zu Shisha Plus. Ich sehe so ein bisschen zerstört aus von der Arbeit heute und war ja direkt danach beim Bullet Shop Berlin. Wie die Leute aus der WhatsApp-Gruppe wissen, falls ihr rein wollt, einfach einen Kommentar unter dieses Video. Ja. Ich habe mir mega viele Sachen gegönnt. Einmal dieses Devil Smoke Kalamon-Stück. Kostet beim Bullet Shop 16 Euro. Mit einer flachen Öffnung. Ich finde es angenehmer für die Lippen. Ich habe mir 1 Kilogramm Social Smoke Voltage gekauft, sowie 1 Kilogramm feuchten Adalia Love 66 und 3 Hasso-Tabaksorten. Um die es jetzt primär geht in den nächsten 3 Videos. Das hier ist High One. Und ich werde euch die jetzt einen nach dem anderen noch vorstellen. Ich weiß, es gibt schon Videos dazu, aber ich bin leider nicht früher rankommen und ich denke, ihr schätzt auch die Vielfalt der verschiedenen Meinungen. Ich schicke euch jetzt erstmal zum Kopfbau-Part. Dort seht ihr auch nochmal die Dose. Und dann sehen wir uns beim Raucher-Part gleich wieder. Ciao. So, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Shisha Plus. Also zum Kopfbau-Part. Ja, ich stelle euch heute, wie schon gesagt, den Hasso Tobacco Haiwan vor. Das ist, naja, wie soll man sagen, von Ultimate in Co-Produktion produzierter Tabak von Casey Rebel. Was man direkt sieht, ist, dass das Ganze etwas dunkler ist. Ich nehme mal kurz den Kopf weg. Etwas dunkler ist als der normale Ultimate. Der Schnitt ist... Aha. Für den Arsch trifft es schon. Es ist sehr, sehr grob. Aber im Tonkopf ist es rauchbar. Also ich würde den auch nur im Tonkopf empfehlen. Oder in einem anderen großen Kopf. Also jetzt auf keinen Fall eine komplizierte Bauart mit... was haben wir denn noch so? Also mit der Titan Bowl zum Beispiel. Da kannst du, also kann man maximal den Vollkontakt bauen. Aber so Abstand damit oder leichten Kontakt ist schwer. Ist für Anfänger nicht so gut geeignet. Also direkt einfach nur am besten einfach mal in den Tonkopf schmieren. Das Ganze ist mega feucht. Vielleicht seht ihr das, wenn ich das so halte, da hinten die ganze Molasse. Und der Tabak ist allgemein sehr, sehr feucht. Ich baue jetzt mal das Köpfchen. Mit durchrühren. Das klumpt alles sehr, also es klebt. Heißt ein hoher Honiganteil. Oh, da haben wir jetzt ein richtig fettes Blatt. Zieht euch mal das rein. Freunde, es ist ein Monster. Ich habe gerade echt schon gedacht, das Ding lebt. Das ist echt ein bisschen... Also, ich empfehle allen von euch nochmal eine Schere. Ich bin jetzt mal nicht mit der Schere gegangen. Das ist noch der Originalschnitt. Ist aber auch der einzige Klopper, wie ich hier sehe. Also der wirklich richtig reinhaut. Was kann man noch dazu sagen? Beides wird von der Asa GmbH, also Nagelehm, gemacht. Ich zeige euch gleich nochmal die Dose kurz. Das werde ich dann in den anderen Parts nicht machen. Dann mache ich alles jetzt ab, jetzt immer im Kopfbau-Part. Ich werde das jetzt auch immer so gliedern. Und hier. Einfach mal ein bisschen was reinballern hier in den Kopf. Das ist ein echt keine Wissenschaft. So, das ist der Tabak. Das müsste eigentlich so passen. So. Ziemlich voll gebaut diesmal. Ein bisschen runterdrücken, dass nichts wirklich hoch steht. Ja,
müsste so gehen. Ja. Zum Geruch kommen wir gleich im nachfolgenden Part, im Raucherpart. Und ich zeige euch jetzt nochmal die Dose. Machen wir den Kopf weg. Also, das ist die Vorderseite. Hi, Van. Das da oben wird auch gerne als H2O ausgesprochen. Im Endeffekt ist es mir relativ egal. Also H2O-Tabak, Hasso-Tabak. Da ist der gute Casey. Da sind die Inhaltsstoffe. Interessiert eigentlich keinen, ist immer das Gleiche. Und da ist die Herstellung. ASA GmbH Mainz Industriestraße 50. Und ja, mattschwarze Deckel und ein happigen Preis von 17,90 Euro. Das ist schon echt hart. Mal gucken, ob der Geschmack das rechtfertigen kann. Bis gleich, Freunde. Ciao, ciao. Puh. Willkommen zurück, Freunde. Es ist immer noch schweineheiß. Ja, kommen wir mal weiter zum Video. Wie gesagt, das geile Mundstück gefällt mir im Blau sehr, sehr gut. Setup ist die Genie Big Bang, die große. Genie traditionell Kohleteller, Tonkopf, Browhood Phoenix und drei Kajew Kohlen, die ich mir jetzt gegönnt habe. Für rund 30 Euro oder so habe ich mir jetzt 15 Kilo gekauft gehabt. 5 gehen noch an einen Freund und 10 Kilo bei dich. Da habe ich erstmal keinen Mangel mehr an Kohlen für die nächsten 2 Monate, denke ich mal. Mal 3, mal gucken, vielleicht auch 4. Wollt ihr dazu ein Review sehen? Oder, weil, also ich kann euch jetzt schon sagen, die Kohlen aschen wenig bis jetzt. Ich rauche jetzt eine gute Viertelstunde und ich musste die noch nicht einmal abklopfen. Geben sehr gut Hitze ab und gehen auch relativ schnell an. Und jetzt kommen wir zum Tabak. Ich stelle euch den Hasso Tabak Haiwan vor. Und kommen wir mal zum Geruch. Das ist geil. Also einmal kommt direkt diese White Note. Mich soll es nicht stören, ich war ein großer White Fan. Ich mochte den immer, bis er angefangen hat zu drücken. Und wenn ihr einen Dollar zieht, riecht es nach Nimm 2 Bonbon Orange, finde ich. Ne, Zitrone, sorry. Da soll nämlich irgendwie Zitronenpudding irgendwas sein. Es ist Zitronenkuchen. Und die Zitrone riecht man aber sehr deutlich. Der White hält sich. Wenn man wirklich riecht, hält sich der White eher im Hintergrund. Gefällt mir sehr, sehr gut. So eine Kuchennote ist wie der Key Lime Pie oder der Adalia Lemon Pie. Nur gefällt mir der bis dahin am meisten vom Geruch. Kommen wir zum Rauch. Nochmal ein bisschen anziehen. Hab die Kohle nämlich gerade nach außen gepackt. Also ich habe echt, der hält mega viel Hitze aus. Bei dem Schnitt kein Wunder. Man sagt ja, umso grober der Schnitt, umso mehr Hitze hält aus. Wobei das auch viele nicht einlösen können. Es ist kurz vor 11. Ich versuche das Video noch irgendwie gegen 12 online zu bringen heute. Wenn nicht, könnt ihr es euch morgen angucken, wenn ihr Zeit habt.
Stimmt in den Kommentaren ab, ob jetzt Hasso oder Kennex als nächstes kommen soll. Also ich habe meiner Gruppe schon versprochen, es kommt Hasso. Aber könnt ihr einfach nochmal abstimmen. Ich gebe dem Ganzen mal noch ein bisschen mehr Hitze. Weil ich habe die jetzt wie gesagt, nach außen gepackt, die Kohlen. Und da fällt mir auf, bisschen was geht da noch an Hitze. Also der verträgt wirklich gut Hitze. Das muss man den Ganzen lassen. In der Dose sind. Wo steht's denn? Da. 150 Gramm. Wobei echt viel Molasse ist. Vielleicht seht ihr das da unten. Gut feucht das Ganze. Sehr, sehr feucht. Das ist noch eine der trockeneren Sorten. Beim Kenex schwimmt alles. Fürchte, dass man den noch ein bisschen einziehen lassen muss. Werde ich mal sehen morgen beim Rauchen. Vielleicht drückt er ja und das wäre dann ziemlich uncool. Zum ganzen Streit Ultimate. Jeder sieht's. Also ihr seht's und ihr könnt es drauf lesen, dass es von Ultimate kommt. Von Nagelim. Aber ganz ehrlich. Solange der Tabak schmeckt, ist es mir egal. Weil, wenn der Tabak einen Wert von 17,90 € pro 150 Gramm hat, also wenn er lange rauchbar ist, lange Geschmack hat und gut schmeckt, habe ich nichts auszusetzen. Dann hat Nagelem mal wieder einen sehr guten Tabak auf den Markt gebracht. Und Casey Rebel kann ein bisschen seinen Namen verkaufen. Also, er muss ja auch von was leben. Raucht sehr, sehr gut. Hoffentlich seht ihr das. Ringe gehen auch klar. Auch wenn ich da jetzt nicht der Meister drin bin, einen Ring rumballern. Das kann der Kollege Schmidti eindeutig besser als ich. Kommen wir mal zum Geschmack. Hier ist leider der White dominanter. Also ihr habt wirklich diesen Kuchengeschmack, diesen leichten Zitronenkuchengeschmack. Für mich schmeckt der 1 zu 1 wie White mit einem Tick mehr Zitrone. Also ihr habt doch eine etwas deutlichere Zitronennote, was mir beim White ein bisschen gefehlt hat. Also man hat geschmeckt, dass Zitronenkuchen ist, aber diese Zitrone ist eine sehr, sehr, sehr leckere hier. Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus White und nimm zwei Bonbon Zitrone. Gefällt mir echt gut. Das war's zum Geschmack. Geruch hatten wir jetzt. Schnitt habe ich euch gezeigt beim Kopfbau. Eine Katastrophe. Aber gut, ihr habt alle Scheren zu Hause, hoffe ich mal. Und ich meckere also auch nicht mehr, weil ganz ehrlich, jeder hat eine Schere. Und wem es nicht passt, mein Gott. Ich melde mich jetzt so in einer Stunde wieder und sag euch dann, wie es läuft, ob der noch läuft oder ob ich den schon wechseln musste.
Bis gleich. Ciao. Hi Freunde, ich bin wieder zurück. Jetzt ist eine Stunde um. Und ich kann sagen, der Tabak ist sein Geld wert irgendwie. Irgendwo ist er dann doch sein Geld wert. Ich war sehr negativ eingestellt auf Hasso-Tabak, weil er einfach 4 Euro teurer ist als die normalen Editionen und trotzdem von Ultimate. Wartet manchmal mal kurz den Ton vom Fernseher aus. So. Ja, er ist teuer. Er ist kacke geschnitten. Schon mal keine super Voraussetzungen für den Tabak. Aber er hält lange den Geschmack, also jetzt nach einer Stunde. Raucht es noch ganz akzeptabel. Geschmack ist immer noch da. Nur ein ganz kleinen Tick schwächer geworden. Also schmeckt noch fast wie am Anfang. Und das überzeugt mich. Also wenn ich den Tabak, ich rauche meistens eine Stunde oder anderthalb, wenn er mir wirklich gut schmeckt. Und wenn ich richtig Bock drauf habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir sehr. Ich hoffe, die anderen beiden sind auch so. Denn er hält problemlos eine Stunde durch. Ich habe auch das Video von den Shisha-Warentestern, von den Kollegen gesehen. Die da teilweise sogar gesagt haben, man kann Kohlen nachlegen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich stelle es mir vor, also, dass es gut möglich ist. Denn er hat kaum Einbußen bis jetzt. Das Einzige, was ein wenig nachlässt, ist der Qualm. Aber das ist wahrscheinlich auch den Kohlen geschuldet. Ich werde jetzt nicht nochmal Kohlen nachlegen, weil es für mich nicht lohnt. Ich rauche jetzt noch noch 15 Minuten, denke ich mal. Und dann war es das auch. Also, Fazit. Geil. Jetzt geht's. Hasso-Tabak, Haiwan, absolute Kaufempfehlung. Für Leute, die den Ultimate White mochten und noch intensiver und noch mit einer süßen, spritzigen Zitrone haben wollen. Die ist echt lecker. Super Ding. Also wenn der White schon gefallen hat, der wird den Tabak lieben. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann kauft ihn euch nicht. Denn dann ist er absolut nichts für euch. Also Fazit, sehr lecker, langanhaltender Geschmack und wie gesagt, ihr könnt locker eine Stunde rauchen, qualmt gut, lässt sich gut rauchen. Ihr solltet dem allerdings zu jeder Zeit sehr viel Hitze geben, weil ich habe den Fehler gemacht, die Kohlen nach ganz außen gelegt, dass mein erster Kopf mit dem Hasso-Tabak ist und er hat angefangen zu drücken. Also wenn er zu wenig Hitze kriegt, fängt er an zu drücken, aber zu viel Hitze ist kaum möglich. Also wenn ihr 3 Kohlen in die Mitte packt und dann Windschutz drauf, dann wird es vielleicht eng. Aber 3 Kohlen in der Mitte lassen, vielleicht ein kleines Stück nach außen bewegen oder 2 nach außen bewegen und einen in der Mitte lassen, passt super, funktioniert gut, hält sehr viel Hitze aus das Ganze. Ich wünsche euch eine geruhsame Nacht, einen schönen Tag noch, also einen schönen Abend noch. Für die, die jetzt Sommerferien haben und wahrscheinlich sowieso ein bisschen länger machen. Und verabschiede mich. Ciao, ciao, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video morgen. Oder übermorgen.